spartiger. Mensch, wie habe ich das jetzt gemacht? Ich habe es beim ersten Mal jetzt geschafft. Jetzt gerade irgendwie funktioniert es nicht. Aber, na, ich denke mal. Sabato wird sich da noch was Feines einfallen lassen. Oder hat sie da wahrscheinlich noch was Feines einfallen lassen? Er wird es ja nicht so einfach gestalten, sag mal. Junge. Jetzt. Oh, mein Gott. Jesus Christus. Jetzt haben wir es. So. Na dann. So, wie weit kann ich denn jetzt hier? So. Ich schaff's. Warum auch immer trotzdem nicht. Ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, ich bin so weit wie möglich. Ich habe sie so weit wie möglich auf die Spitze getrieben, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann speichern wir auch nochmal. Ich glaube, ich werde die 1000 knacken. Ich werde die 1000 knacken. Warum hält die sich jetzt nicht fest? Verstehe ich nicht. Muss ich mich dann nochmal so ganz komisch drehen? Gibt es da nochmal so ein 2% Drehung, die letztendlich hier den Unterschied machen? Oder wenn ich das jetzt so, wenn ich so springe zum Beispiel? Ja, aber das Problem ist, wenn ich mich drehe, während du springst, dann verliere ich auch ein bisschen an Höhe. Oh Mensch, jetzt halt dich doch mal fest, Junge. Oder Mädchen, wie auch immer. Aber trotzdem halt dich fest, bitte. Tu es einfach. Mann! Jetzt halt dich fest. Das kann doch nicht wahr sein hier. Ich muss da hoch, also. Wie weit soll ich denn noch? Ich bin da jetzt schon an der. Okay, auf der äußersten Ecke hier. Soll ich mehr mittig springen? Wird das was? Das will sie dann auch nicht. Ich bin immer noch zu schräg. Wenn ich so springe. Ich krieg's nicht hin. Ich scheitere an diesem einen Sprung. Ja, wenn ich dann zu lange warte, fällt sie wieder runter. Das ist es halt, ne? Oh. Ich weiß nicht, was ich jetzt anders gemacht habe. Ich habe es irgendwie gemacht, deswegen ist okay. Ich habe es geschafft. Das nehmen wir jetzt einfach mal so stillschweigend hin. Ich hoffe überhaupt, ich laufe hier richtig, ne? Nicht, dass ich jetzt den ganzen Weg latsche und dann bin ich doch falsch. Und das ist wieder so ein Sprung, ey. Warum? Wo kommen plötzlich diese ganzen Sprünge? Oder brauche ich die überhaupt? Warte mal. Hier geht es ja auch rüber. Das ist ja auch mal interessant. Ja, gut, das klatsche ich wieder runter, das wollte ich nicht. Aber hier war ich noch nicht, glaube ich, ne? Also da unten war ich in der vorherigen Level. Letztlich muss ich gar nicht hier springen wahrscheinlich, sondern wirklich über die Brücke gehen. Und der anderen Seite komme ich halt besser hoch. Würde ich jetzt mal behaupten. Hier, also das sieht machbar aus. Irgendwie. Hoffe ich. Ich weiß es nicht. So, jetzt genau jetzt setze ich natürlich die Katze direkt vom Bildschirm. Ja, doch, das ist machbar. Es ist wieder so ein Millimeter-Ding. Also ich muss halt die hohe Spitze muss ich mitnehmen. Wenn ich die Spitze nicht mitnehme, dann schaffe ich das nicht. Ja, es war wieder so ein komischer, so eine Drehung. Naja, gut, ich hab's geschafft. So, jetzt kommt, jetzt möchte ich meine Symbole einsetzen. Jetzt habe ich da so hart für gekämpft. Jetzt möchte ich die auch mal einfügen. Moment mal. Ob ich das jetzt hier was übersehe? Da ist noch ein. Okay, warte mal. Hier unten war noch nix, ne? Ja, wir nehmen das einfach mal so mit. So. Hier kommt. Sieht aus wie das Auge von Horus, muss der rein, glaube ich. Das ist das Einzige, was so, ja, so schmal ist. Okay. Da tut sich noch nichts, da wird sich so schnell auch nichts tun. So, das erste eingesetzt. Das zweite wird sein. Wahrscheinlich der Le Scarabeus. Scarab.
So, jetzt müssen wir nur noch gucken, wo die anderen sind. Die müssten ja jetzt von der Logik her. Ja, einmal da. Und doch einmal da drüben. Oh. Oh komm, ey, wie oft muss ich denn noch diese Sprünge machen, sag mal? Aber es ist auch blöd, von der Seite hier zu kommen. Wenn, dann muss ich. Wenn hier. Oh, es ist. Nee. Es. Ach, diese Sprünge. Ich frage mich echt, wie der Typ das geschafft hat, der hier diese. Der das geschafft hat, ohne zu speichern zwischendrin. Wie geht das? Also. Oder er hat einfach so gute Schnitte gesetzt, dass man das einfach nicht erkennen konnte. Ja. Wenn er mal gefailt ist, aber. Kann ich mir nicht erklären. Ja, guckt euch das doch mal an. Ja, Lara, jetzt hier nicht in die Kackpose gehen. So. Wie weit das weg ist. Das ist halt so. Schon wieder so 10 Kilometer entfernt. Ja, es kann jetzt noch 10 Stunden dauern, bis ich das jetzt hingekriegt habe. So, jetzt habe ich es. Ja, man muss wirklich so ein bisschen. Ja, wirklich auch bis aufs Äußerste gehen, was so den Sprung betrifft. Dann geht das. Trotzdem verstehe ich nicht, wie man das schaffen kann, ohne zu speichern. Geht nicht. Es gibt ja auch keinen Easy Mode, ne? What you see is what you get, ne? Jetzt werde ich aber sterben, weil ich. Achso, ich dachte, na gut. Weil ich nicht mehr so viel Leben habe. Ne? Mit diesem kleinen Nupsi da. Nee, ich fühle mich wohl auch von der Seite hier. Machen wir das mal so. Das sieht, glaube ich, machbarer aus, Fragezeichen. I don't know. Ja, ne? Alles ist ja eine Stolper-Todesfalle. Alles ist eine Stolper-Todesfalle hier. Jawohl, das kann sein, dass es nicht von der Seite machbar ist. Ja, macht das einen Unterschied? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Eigentlich nicht. Also das ist halt bei beiden Seiten die gleiche Situation. Halt einfach nur eine andere. Ein anderer Winkel. Oh, ich hab's geschafft. So, jetzt schnell rein damit. Ziel auf Anubis. Oh ja. So, jetzt müssen wir nur noch lebend nach unten kommen. Dann haben wir doch schon mal einen guten Teil mehr geschafft. Hier könnte ich durchfallen. Ich versuch's mal. Yay! Perfekt. So, nun lasset mich das Level beenden. Ich habe alles gemacht, was ihr wolltet. Oh, jetzt kommen nochmal 5 Steine auf mich zugerollt. Oder? Nee. Okay, ich speichere nochmal, keine Ahnung. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich solche Treppen sehe, dann denke ich immer, dass sie und Gegnern. Achso, dass der Gegner auch stimmt. Ich habe es geschafft. Stunde 19 wahrscheinlich habe ich unterm Strich viel länger dafür gebraucht. Viel, viel länger. Obelisk of Camun. Ich habe fast alle getötet, außer einen. Pickups habe ich aber relativ viel gefunden, dafür, dass ich sonst immer. Gefühl die Hälfte liegen lasse. Secrets habe ich gar nichts gefunden, außer eins. Das war das bei der Katzenstatue oben auf dem Obelisk. Aber hey, wir haben es fast geschafft. Das heißt, wir müssen jetzt in dem letzten Ägypten-Level sein. Habe ich recht? Schauen wir doch mal. Und zwar Sanctuary of the Shion. Na, mal sehen, was er sich jetzt hier ausgedacht hat. Wir haben wieder full life. Wir werden schon mal nett begrüßt, das ist immer schön, ne? Ja, kann man gleich nochmal laden. Hinter der Tür. Ja, hopp, hopp, Reiter, Jungs. Oh yeah. Ja, wenn ich es jetzt hinkriege.
immer schön links und rechts zu springen. Soll ich das hinkriegen? Hey, 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 warte mal. Nein, nein, nein. Du lässt mich jetzt mal in Ruhe. Ich bin gerade dabei, deinen Freund da hinten. So Schnetzel. Alter, wie hält das wie aus? Okay, ich merke schon. Ich habe zu viel Leben verloren. Dann. Gut, dann müssen wir es halt so machen. Ich wollte es nicht machen, aber. Jesus Christ, ey. Das frisst ja mal ein halbes Munitionslager, das Vieh. Die anderen können wir aber doch mit normalen Schusswaffen erledigen, oder? Ach so. Sind sogar wieder zwei. Na, warum nicht? Aber genug macht ja nicht Spaß, ne? Da müssen halt. Müssen halt zwei kommen. Passt. Ja, renn mal weg. Genau, bleib da hinten. Jetzt lass mich mal in Ruhe, genau. Spring da so ein bisschen rum. Genau, so haben wir es jetzt. Also wird wahrscheinlich dann sehr, sehr, auch wenn wir ja schon Munition finden, das ist immer ein gutes Zeichen. Das heißt, es wird ein sehr gegnerlastiges Level. Höchstwahrscheinlich. Sehr, sehr wahrscheinlich. Ist in Ordnung. So. Wir speichern nochmal. Genau, also es ist definitiv das letzte Level von Ägypten. Dann kommt noch Atlantis, der atlantische Enddarm der Hölle. Irgendwas zum Schieben? Nope. Ja, vielleicht ist das Level auch ganz kurz, man weiß es ja. Glaub's zwar nicht. Ah. Ist ja, das mache ich halt, ne? Wenn die Kamera muss echt im besten Fall jeden Winkel des Levels durchsuchen, sonst übersieht man sowas Schönes. Weil wer würde denn bitte schön diese Magnum-Munition liegen lassen? Das hat man ja öfter mal, dass in irgendwelchen Tempeln dann ne, Schussmunition gefunden wird. Oh ja. Das Heiligtum des Shion. Und Krokodile, die darauf warten, abgeschossen zu werden. Krass, ey, wie schnell die oder wie wenig Leben die im Vergleich zu den anderen Viechern haben. Weil ich finde es ja gut, ne? Keine Beschwerde hier. Ach, die Musik ist schön, ne? Also diese wundervolle Musik, ja. Diese impliziert, ja, das ist eine Welt voller Wunder. Ich erwarte hier Mysterien, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Du wirst an ganz vielen Genickbrüchen sterben. Ach, wieder. Sachen zum Einsetzen. Oh ja, ich werde schon wieder angeschossen. Schön. Ja gut, so war es jetzt nicht geplant. Ne? Ich wollte nicht so ganz elegant da unten landen, aber so eine schöne Punktlandung hier, aber ja. Das hat wohl nicht funktioniert. Aber warte mal, wir waren ja doch mal schon mal, ne? Also von wegen hier, wir sind noch gar nicht wirklich im Heiligtum. Das ist doch hier die Sphinx aus dem ersten Level. Das hängt ja alles irgendwie so ein bisschen zusammen. Also. Ja. Na komm her. Ja, klar, weißt du, der trifft mich. Ich natürlich nicht. Ich treffe nicht, warum auch. Hier oben gibt es nichts weiter, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Irgendwas zum Einsetzen, aber ich gehe mal stark davon aus, ja, dass ich den alten Ankh liegen gelassen habe. Mensch, stirb doch! Ich kann... Alter. Es ist lächerlich, ey. Ich kann mich. Ich drehe mich so langsam. Also, der rennt da fünfmal um mich rum.
Bis ich dann mal dein Geschissen gekriegt habe hier. Ach, diese Kack-Atlantik-Dämonie. Schieß doch mal! Mensch! Meine Fresse, ey! So die ganze Zeit die Schießen-Taste und irgendwie muss er perfekt vor mir stehen, damit die mal sich entscheidet, hier zu schießen. Meine Güte. Nee, von hier bin ich ja rausgekommen. Moment. Von hier bin ich herausgekommen. So, jetzt muss ich erstmal gucken, mich orientieren. Wo es denn potenziell lang gehen könnte. Wo war ich noch nicht? Das ist halt die Frage, ne? Das ist halt jetzt schon so lange her, dass ich hier in diesem Gebiet zumindest war. Also eigentlich müsste das, wenn es das Heiligtum des Shion ist, müssten wir eigentlich durch die Sphinx durchkommen. Oder irgendwie, hier geht es ja noch ganz weit nach unten. Holy moly. Okay, wir sollen da nach unten. Oder? Sonst hätten wir jetzt die Kamerafahrt nicht gehabt, sondern wollte, wie, guck mal da, wie tief das nach unten geht. Ja, guck mal, man möchte uns zeigen, dann geht's nach unten, ne? Oh, bitte jetzt, ohne dass das Krokodil mich anknabbert. Ich kann nochmal speichern, weil ich glaube, hier muss ich wirklich ganz genau wissen, wo ich hinschwimmen muss. Oh, krass, wie tief das geht. Ja, Wahnsinn. Ist das cool. Das Ding muss ich trotzdem betätigen. Oh, ich liebe das ja, wenn du so Gebiete hast, die so gigantisch sind, ne? Und du einfach. Okay, interessant. Und dann erstmal siehst du, was sich hier so erwartet eigentlich. Das ist der Hammer. Ja, sag ich ja, hier kommen wir nicht durch. Hier sollen wir noch gar nicht durchkommen, sehe ich gerade. Irgendwie geht es ja nach unten. Jetzt werden wir mal gucken, ob wir nochmal nach oben kommen ohne zu ertrinken. Ich glaube nicht. Ja, das ist. Der Weg ist zu weit. Wir können es probieren. Vielleicht schauen wir es gerade noch so, oder? Und. Oh, Wahnsinn! Es war kurz davor. Okay. Ich frage mich halt jetzt mal ganz nett gesagt. Komme ich hier sonst noch irgendwo hoch? Weil ansonsten frage ich mich halt, wo das jetzt eigentlich war, was wir gerade gesehen haben. Wir haben jetzt ja irgendwo. Kommen wir hier hoch? Nee. Wir haben jetzt ja irgendwo den Hebel betätigt. Also den Hebel betätigt und irgendwo ist das aufgegangen. Aber wo das genau war, war jetzt nicht erkennbar, oder? Vielleicht muss ich einfach tiefer schwimmen. Oder vielleicht ist das hier irgendwo. Zwischen den Säulen gibt es irgendwo einen Durchgang. Wow. Wo bin ich? Ich habe komplett die Orientierung verloren. Ich kann ja erstmal schnurstracks hier hinschwimmen. Machen wir das mal. Löscht Speicherstand. Einfach mal, ob es ja noch tiefer geht. Offensichtlich geht es noch tiefer. Aber die wichtige, richtige Frage ist, ist denn hier unten irgendwas? Irgendwas potenziell Feines zum Hindurchschwimmen? Ja. Also, wenn ich meine, letztendlich, das sind so Stellen, da muss man halt einfach wissen, wo man lang muss. Also, wie gesagt, ich sehe jetzt halt. Ich wieder laden. Ich bin nämlich gleich tot. Ja, wie gesagt, den Hebel, den habe ich betätigt. Das ist wunderschön. Ich kann ja mal hier reinschwimmen. Ja gut, hier soll ich auch noch nicht sein. Das ist, hier muss irgendwie später das Wasser abgelassen werden oder so. Oder kann auch sein, nee, warte mal, das war doch hier, waren die ganz die Sprungpassagen ganz am Anfang des ersten Levels, oder? Das waren auch so ganz qualvolle Sprünge.
Mach sie mal an. Wo komme ich denn hier raus? Komme ich hier irgendwo raus? Ich müsste irgendwo hier rauskommen, oder? Ich frage so, wo war das jetzt? Da war das, ne? Gucken wir doch mal, ob wir jetzt, ob die Luft noch reicht bis dahin. Ich meine, jetzt Luft zu holen zwischendurch bringt ja auch nichts, weil der Weg nach oben. Ja, es ist halt viel zu weit. Der Weg nach oben. Es müsste eigentlich bald hier irgendwie was zum Atmen kommen. Ich habe eigentlich meine Zeit ganz gut eingeschätzt. Also meine Schwimmzeit. Dann soll es ja nicht lang gehen. Das ist nicht möglich. Das ist unmöglich, hier durchzukommen. Also zumindest da durchzukommen, so. Na komm. Irgendwas. Ja, hier, es ist da unten, ist nämlich was. Okay, die schon mal zu. Geht's ja noch tiefer. Da ist wahrscheinlich nur irgendwo eine einzige Bodenplatte oder irgendwie sowas oder eine kleine Tür, die es gilt zu öffnen oder zu durchschwimmen. Die sind ja alle zu, ne? Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss, ne? Das ist halt. Ich freue mich ja, dass ich irgendwo scheinbar was ausgelöst habe. Jetzt würde ich halt nur gerne wissen. Wo denn genau? So, haben wir hier auch wieder verschlossene Tür. Ja, ist halt das erste Gebiet hier, was unter Wasser steht jetzt. Ja, wo soll ich denn lang? Also, wenn es jetzt halt. Das kann jetzt überall sein. Also, es ist. Jetzt einfach nur ein Guessing Game. Also ich muss jetzt einfach stundenlang rumschwimmen. In der Hoffnung, dass ich halt irgendwas finde. Ja, mal gucken. Ja, oder ich muss wieder zurück an die Oberfläche, aber ich wüsste jetzt nicht, was es da noch zu holen gibt oder zu sehen gibt. Gibt es hier auf der Ebene vielleicht irgendwie. Ja, sieht alles relativ abgeschlossen aus, ne? Aber jetzt mal ehrlich, ich meine, leitet man uns jetzt hier nur nach unten, um diesen einen Hebel da zu ziehen? Ich meine, vielleicht ist das so. Vielleicht sollte ich mich nochmal an Land begeben. Lass mal hier. Ja, nicht über Schrotflinte. Oh, die kann ich auch so erledigen. Da brauche ich die extra die gute Munition dafür. Ja, ist ja echt die Frage, wo es jetzt hier lang geht. Also hier war ich schon, da gab es ja den Fight mit den Ida. Muss ich vielleicht in irgendeiner Form da hinten hin? War ich da schon mal irgendwann oder irgendwie irgendwo? Wieder habe ich die Gentaste gedrückt, aber Lara hat es mal wieder ignoriert. Ist es nicht schön? Ja. So ist die Lara. Ich will aber mal gucken. Also auf jeden Fall war dieser Hebel, den ich gezogen habe, der war an Land. Das haben wir ja alle jetzt gesehen hier. Boah, das sieht so aus, als ob ich wieder so einen ganz komischen akrobatischen Sprung der Hölle durchführen könnte. Ja, naja, das ist nicht umsonst so hier. Das ist nicht umsonst so. Ich wollte. Nee, warte mal. So abgeflacht. So. Perfekt. Nicht perfekt, nicht perfekt, nicht perfekt. Ring, Lara! Oh, also ich,
ich finde das immer toll, wenn die mich nicht aktiv angreifen, also anspringen, ne? Oh, 700er Speicherstand übrigens. Sondern wenn die wirklich da irgendwo versteckt stehen bleiben und dann ihre Fleischbällchen abfeuern. Ist aber schon mal ein gutes Zeichen. Oder ist es das? Die Frage, hier ist ja nichts. Hier ist nichts. Doch, da oben ist was. Na, geh mal einen Schritt nach hinten. Ja, komm. Oder ein Minischritt zur Seite. So, jetzt dürftest du aber hochkommen. Ja, aber krass, ne? Es, man denkt so nach Motto, man muss da unten irgendwie nochmal lang. Aber gut, ergibt ja Sinn, dass wir jetzt langsam mal ins Innere kommen wollen und nicht einfach weiter in einem Gebiet rumschwimmen. Ja, das wir vorher schon 10 Mal erkundet haben. Okay, interessant. Aber schön, wie sich das ja alles so zusammenfügt, ne? Dabei gibt es so das einzige Level, was so, so ein bisschen Level-komplexartig aufgebaut ist. Ach, was ist jetzt passiert? Jetzt haben wir irgendwo das Wasser ausgelassen. Aha. Ja, ich dachte schon, irgendwas ist ja doch, ne? Man, gleich 3 Stück, das ist gut. Man wird ja nicht extra hier so ein Becken hingepflanzt haben, wenn da nichts passiert. So, nichts abgeht. Ja, komm, ich, oh, hier. 2 Flatterfreunde. Ja, ist da was? Genau, ihr kommt ja nicht durch, ihr seid zu dick. Stimmt's? Eigentlich recht. Ja, die haben sich ja schon festgeglitscht. Ich fress noch wieder so extrem viel, ey. Meine Güte. Na. Kommt der erste gleich weg. Der zweite. Schön sich hier festgeglitscht, sehr schön. Es tut mir leid, ich nutze das natürlich aus, wenn mir sowas ja entgegengeworfen wird. Bin ich jetzt mal ganz ehrlich, warum sollte ich das nicht machen? Ne? So, jetzt ist natürlich wieder alles... Okay. Ach du Scheiße. Da ist ja noch einer, meine Güte, ey. Wie viel kam denn angeflogen? 3 Stück? Boah, ne, ich lass mit Zeit. Schweb da ein bisschen rum. Ganz nett von dir, dass du mir nicht so viel Umstände machst. Ich nehme einfach so alle Teile zerbersten. Das ist natürlich jetzt spannend, okay. Das ist schon was anderes hier, ne? Ich meine, wir hatten in dem ersten Level auch eine Sphinx gehabt oder so, aber. Das heißt, jetzt müssen wir da, wo wir gerade lang geschwommen sind, müssen wir irgendwie nach unten kommen. Was natürlich. Eine schöne Aufgabe ist, aber man sieht einfach, wie riesig das hier ist, ja. Gut, so macht man schon mal nicht. Aber ich wollte nur mal zeigen, dass es auch möglich, ne?